Hallo und willkommen zurück, nicht zurück, zum Draft Playthrough von Fire Emblem 7 Hector Hard Mode. Bei mir, dem MindTube. Die anderen beiden kommen bei. Also die anderen beiden Mitdraftenden sind Akinako und Dartmenno, die machen genau das gleiche, nur halt dürfen andere Units benutzen als ich. Der Draft ist wahrscheinlich in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie ich glaube, ich tue da eine Liste rein mit den Guiden Chapters, die gespielt werden müssen, damit keine unfairen Situationen entstehen. Dadurch, dass irgendwie jemand in dem Guide-Chapter eine Einheit rekrutieren muss und die anderen können das jetzt einfach skippen, das wäre ja unfair. Weil wir haben jetzt auch nicht wirklich die Wahl gehabt, dass wir gar keine Units aus Guide-Chapters rekrutieren. Also mitnehmen, weil irgendwie müssen ja alle Units weg. Also das wäre schon ein bisschen unfair gewesen für den, der die dann nehmen muss. Ja, deswegen haben wir halt die Chapters, in denen Einheiten rekrutiert werden müssen, die müssen wir halt machen. Und das Melinus-Chapter auch, weil Quality of Life. So. So, ich habe den Vorteil, ich darf Hector benutzen. Und das hat Vorteile. Nicht Hector, ich darf Matthew benutzen. So. Ich glaube, ich möchte oben links durch. Ich muss dann irgendwie noch hier an die Kiste rankommen, aber das ist machbar. Ich möchte hier oben links durch und am schnellsten geht das, wenn ich hier den mache und dann den mache. So. Der Dieb bewegt sich nicht, das ist gut. Und dann hauen wir jetzt den hier um einfach. Vielleicht ein Dodge, das ist gut, weil je mehr HP Hector hat, umso riskantere Situation kann ich ihn reinstellen. So, und es bringt mir absolut nichts, hier jetzt irgendwas zu traden oder so. Ich gehe einfach direkt mit Matthew auf den Typen los. Ja, ich habe halt nichts davon, das nicht zu machen. Ich hätte direkt hier aufmachen können und den Inhalt der Kiste abholen können. Aber ich glaube, der Archer macht ein bisschen zu viel Schaden gegen Matthew. Ja. Also, die Option hatte ich nicht. So, der Dieb fängt an, sich zu bewegen. Das heißt, ich muss jetzt die Tür öffnen. Ich gehe mal mit dem Wurfball da drauf. Das, wenn Hector dann misst, kann ich danach noch, auf dem Retaliation Strike, wenn der Typ wieder angreift, nochmal was machen. Heilmittel erhalten. So, öffne die Tür. Wir müssen da ran. So, ich muss jetzt hier einmal mit Hector zumachen. Wegen dem Boy hier unten. Kannst du hier irgendwas. Das Heilmittel könnte er klauen. Wie viel Speed hat er? 11 Speed. 11 Speed. Ich glaube, die können sich. Ja, die können sich gegenseitig beklauen. Also das Heilmittel muss ich jetzt sowieso erstmal schlucken. Ich glaube, so ist es am effektivsten. Nee, das war dumm. Das war dumm. Warum gebe ich den Dietrich weg? Ich will ja, dass Matthew geklaut wird. Und nicht Hector. Das mit dem Dieb wird jetzt ekelhaft. Heilmittel erhalten. So, Dieb, geh woanders hin. Okay, der Dieb geht woanders hin. Sehr schön gemacht, Dieb. Dann kann Hector jetzt hier einmal ein Heilmittel schlucken. Wurfball ausrüsten, Heilmittel schlucken, da stehen bleiben. So. Nicht getroffen. Der Archer stellt sich in den Weg. Ich hätte diese Gelegenheit jetzt gerne genutzt, aber ich habe ja eben verkackt, also geht das nicht. So. Erstmal den Archer da verprügeln. Okay, der geht daneben. Das ist auch wieder cool, ne? Da haben wir mehr Zeit, so. Der Archer sollte zu der Tür da laufen wollen. Ja, der Archer, der Dieb. So. Sind wir schneller, wenn wir jetzt wegrennen?
Aber ich glaube, ich möchte XP auf Hector haben. Und ich werde Hector auf jeden Fall später noch brauchen. Aber eigentlich möchte ich auch meinen Vorteil nutzen, dass ich das hier schnell clearen kann. Theoretisch. Machen wir das. Und dann können wir hier ein bisschen XP rausholen, indem wir den Dietrich hier klauen. Flop. So, ihr kommt gar nicht ran. Ah, das ist doch perfektes Positioning hier. Dietrich gestohlen. Ist okay. Ich hoffe, das ist ein falschen Dietrich geklaut. Ne, die haben gleich viel. Okay. So, dann öffne mal die Tür hier. Hector kommt mit. Mit dem Wurfbeil ausgerüstet. Ah, die positionieren sich hier perfekt. Nämlich genau falsch. Machen wir gleich so weiter. Ich laufe mit Matthew mal da runter. Vielleicht kann ich den... Nee, der... Wohin läuft? Der Dieb läuft jetzt nirgendwo mehr hin, ne? Ja, der bleibt jetzt stehen. Das war dumm. Aber ich kann mit Matthew jetzt hier in den Weg... Ich kann mich mit Matthew jetzt hier in den Weg stellen. Den halt bloß nicht umbringen. So, Blockade aufgestellt. Und... So, Hector... Den niedrigsten Turncount kriegen wir, wenn wir jetzt angreifen. Also Hector, hol ihn dir. Immer schön drauf, Hector. Down. So, haben wir das erledigt. Das war Kapitel 1. In auf jeden Fall zu vielen Turns. Einfach weil ich... Ich hätte, glaube ich, einen Turn schneller machen können. So, Speed gelevelt und HP. Speed ist immer gut für die ganzen Early Game Knights und Soldiers. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Turns das waren. Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich schreibe das bestimmt in das Video ans Ende ran. Also, ja, das war Kapitel 1. Wir sehen uns bei Kapitel 2. Ciao.